Wizard. Schalämmchen, Freunde. Schalämmchen! Ja, Freunde, ihr wisst, wir haben das Ding jetzt schon einen Tag und der fährt immer noch 22. Das ist bei uns eine Todsünde. Das kann nicht wahr sein. Und deswegen wird das Ding jetzt schneller gemacht. Und das wird auch interessant für viele, weil man kann dieses Ding auf drei verschiedene Arten und Weise schneller machen. Und diese drei Möglichkeiten kannst du bei relativ vielen Scootern benutzen. Hauptsächlich bei welchen, die dieses Dashboard hier benutzen. Da wird noch richtig geile Sachen kommen. Also in aller Hinsicht, weil die Scooter, die werden ja, ich sag mal, die High-End-Class-Scooter haben halt so ein Dashboard, ne? Ihr wisst. Und die kann man sogar theoretisch sogar noch leichter tunen als diese kompakten Scooter wie Xiaomi oder Ninebot. Erinnert euch, als wir das erstmal bei René zu Gast waren, sagt er, yo, das ist übrigens so beiläufig im ersten Video mit, sagt er, yo, das hier ist übrigens so ein Fernsteuerungsdrossel-Ding. Das ist quasi was, was wir euch gleich demonstrieren. Nur wir haben das nicht da, wir zeigen euch aber, wie es funktioniert. Und das wird richtig geil. Das klappt nämlich bei richtig vielen Scootern. Bei den neuen Iohawk-Modellen klappt das auch. Beim Legacy, beim Legend, beim Collide, keine Ahnung. Ne, warte mal, beim Collide klappt's, beim Legacy klappt's, beim Sparrow, keine Ahnung. Sag ich ja, die mit dem kompakten Dashboard. Bedeutet, wenn ihr da so eine Tuning-Box euch geholt habt oder euch noch nicht geholt habt, dann wartet mal ab. Da zeigen wir sehr wahrscheinlich bald was Geileres. Wir müssen halt noch alles testen, ist noch nicht 100% safe, aber es sollte funktionieren. An der Stelle muss ich mal ganz kurz sagen, das ist einfach nur eine Box, die theoretisch die Geschwindigkeitsbegrenzung aufhebt. Und damit machen tatsächlich auch viele Leute über eBay Kleinanzeigen richtig Kohle. Ja, die kaufen sich so eine Box und denken sich, boah, ich habe jetzt 140 Euro oder so, oder 130, keine Ahnung, dafür bezahlt. Und du kannst dafür 5 Euro dahin kommen und dann macht die den Roller schneller. Ja, wahrscheinlich wieder 15. Oder? Ja, so weit zum Beispiel. Aber genug davon, jetzt geht's nämlich ab. Wir zeigen euch ganz kurz, dass das Ding 22 fährt. Ich mache es jetzt mal ganz normal an. Ich gebe jetzt Vollgas. Ding, 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 ding. Kirmes. Bremse hat bis vorhin noch nicht geschliffen. Tut's auch gleich nicht mehr. Wir können sehen, 20 km/h. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, was meint ihr? Was fährt der gleich? Wir haben jetzt die Vorderseite vom Scooter. Das hier ist, wenn der aufgeklappt ist, quasi vorne. Hier haben wir die eigentlichen Blinker. Im Originalmodell sind die drin, also auch in dem anderen Wizard. Nur in Deutschland sagt ja, Brudi, die Blinker sind verboten, die gefallen mir nicht. Und ja, wir haben jetzt hier und hier eine Schraube. Der Manuel wird die jetzt rausschrauben. Da müsst ihr natürlich mal aufpassen, wenn ihr die rund dreht, dann habt ihr erstmal Käse. Soll ich gucken, wie schön er jetzt rausgeht? Ah. Freunde, die sitzen wirklich sehr lose drin. Also, jetzt, die sind jetzt nicht locker oder so. Also, die sind jetzt nicht lose, aber die kriegst du gut ab. Die ist ein bisschen kürzer. Müsst ihr nachher nur dran denken, wenn ihr die wieder reinschraubt. Freunde, jetzt haben wir hier diese Klappe und die kannst du jetzt einfach abmachen. Die kannst du nach oben hin wegbiegen. Hier oben hast du nämlich die Kabelführung. Da ist aber so ein Loch drin, wo das durchpasst. Kannst du einfach so wegmachen und zack. Theoretisch brauchst du es gar nicht abmachen. Wir machen es jetzt einfach mal ab, damit wir euch das besser zeigen können. Kohlebriketts. 2 Golddublonen. Ja, das ist, damit hier alles nicht verrutscht. Das hier ist der Controller. Den kennen wir schon aus vielen anderen Modellen. Der ist aber deutlich dicker als andere Modelle, wenn man mal so vergleicht. Ja, wir können mal drauf schauen. 48 Volt, 18 Ampere, schon mal gut. Die DC-Motor, ja, sieht eigentlich ganz vernünftig aus alles. Und Freunde, jetzt wird es nämlich interessant. Pass mal auf. Hier sind ja viele Kabel dran und ihr wollt jetzt wissen, welches ist das? Ganz einfach. Das ist ein blaues Kabel, das geht in den Controller raus. Oder kommt aus dem Controller raus. Und geht wieder rein. So eine Art Brücke. Und das ist die Drossel. Wir können jetzt quasi hingehen, dieses Kabel durchtrennen und der fährt dann schneller. Wenn wir das jetzt allerdings unauffällig machen wollen, könnten wir beispielsweise hier einen Schalter mit einer Funkfernbedienung einbauen. Dann können wir uns das Ding in die Tasche stecken, drücken auf den Knopf, gedrosselt, entdrosselt. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch anhand des VZ8. Der ist, wie gesagt, auf dem Weg gehen. Da haben wir Bastelerlaubnis bekommen. Dann werden wir euch noch anhand des VZ8 erläutern, wie ihr aus einem iHawk Collide ein Dual-Monster bauen könnt, was ungefähr 50-60 km/h fährt und jeden anderen Scooter nass macht. Jeden auseinander nimmt komplett. Ihr seht schon, Freunde, es geht hier bald richtig ab. Wir haben hier einige Sachen fit gemacht. Jetzt werden wir dieses Kabel durchschneiden. Extra mal hier in der Mitte. Damit man da mal zwischenmachen kann. Ja, damit man da noch verlängern kann. Also seid ihr bereit? Ready, good job. Do a good job. Track flip. Hucks in. Better be go. Red or blue. Aua! So, Freunde, jetzt starten wir den E-Scooter ganz normal. Das ist der Wizard 2.5. Mit seinem sehr starken 8000 Watt Motor schafft er ganze... So, wir haben jetzt den ersten Gang. Und wir sehen, der fährt schon 18 im ersten Modus. Das ist schon
Also hört sich ein bisschen an wie Kirmes. Bremse machen wir gleich weg. Also jetzt wechseln wir den Modus, pass auf. Mach du mal. Er fährt 35 im zweiten Modus. Wechseln wir den Modus nochmal. Er fährt 50, 49 im dritten. Boah, der geht ganz schön ab. Wir haben den nicht festgemacht, also muss man dazu sagen. Also Freunde, ihr seht, so schnell kann es gehen. Da waren wieder 10. Mission, Operation erfolgreich. Das wollten wir eigentlich generell machen. Also wir sind ja bekannt für den E-Scooter-Tuning. Wenn wir das hinbekommen, fast den E-Scooter zu tunen, Leute, das wird geil. Ja, man kann wirklich so viel sagen. Wir haben ja auch beim KQi3 die Fresse ein bisschen zu weit aufgemacht am Anfang. Müssen wir zugeben. Aber wir haben es geschafft. Wir sind aber auch, müssen auch dazu sagen, dass nicht nachzumachen ist für die Leute. Ja, schon. Und schwer. Auch wenn da von unserer Seite in letzter Zeit nicht viel zu kam, dieses Projekt jeden E-Scooter Tune mit Plug and Play läuft noch. Das ist nicht so, dass wir das sagen und dann machen wir nichts mehr. Es ist ja auch so, wir würden dann so ein Set verkaufen. Und man muss natürlich auch ehrlich sein, wenn wir es hinkriegen würden, dass wir ein vernünftiges Set verkaufen können, wissen wir alle, dass das dann Ching Ching bei uns machen würde und wir unseren YouTube-Kanal so 50 Mal verbessern können. Ihr müsst natürlich überlegen, wenn es einfach wäre, hätte schon mal jemand anders gemacht. Ja, ist einfach so, Freunde. Aber nicht, dass ihr da denkt, wir machen da nichts mehr, wir sind da auf jeden Fall dran. Und jetzt bauen wir den Wizard wieder zusammen. Und ich baue das Ding jetzt zusammen und erzähle euch in der Zwischenzeit was die andere Turing-Methode betrifft. Okay. Oder warte mal, du baust den zusammen und ich erzähle von hier. Ja, okay. Mach ich den Scooter wieder also aus? Also ich bin heute für alles bereit. Also schreibt in die Kommentare, worauf ihr Bock habt und ich mach das. So, schreibt in die Kommentare, Bock dann. Also Freunde, jetzt pass auf. Das hier ist dieses Standard-Dashboard. Ihr könnt sehen, kann man einfach so Gas geben. Das kennt ihr, das ist bei dem iRock und so weiter auch. Alles Standard. Jetzt kann man aber, wenn man diese beiden Knöpfe hier drückt, was jetzt mit einer ziemlich schwierig ist von dieser Position. Moment, ich zeig's euch mal. Dann haben wir hier die P-Settings. Da kann man Sachen einstellen, wie beispielsweise Tempomat oder Ansprechverhalten oder auch Leistung in Prozent. Bei dem V-Set haben wir gezeigt, ich glaube, da war Punkt 18 oder so. Da hast du dann Leistung in Prozent. Die kannst du dann quasi ändern. Hier seht ihr ja, wir skippen. Wir fangen bei 2 an, 4, 9, 12. Das heißt quasi, alle Punkte, die wir jetzt hier nicht zur Verfügung haben, sind die interessanten Punkte. Das sind die Punkte, die uns die Hersteller verbieten. Ich meine... Das KBA. Ja, ich meine so, die müssen uns das verbieten. Also, wenn es nach Wizard gehen würde, nach iRock gehen würde, nach Fawcett, okay, Fawcett macht es nicht, nach allen anderen Herstellern gehen würde, müssten wir solche Filme hier nicht drehen. Fawcett macht es auch. Du sonst für den deutlich schneller fahren als 25. Ja, ja gut. Fawcett kannst du easy entrosten. Fawcett entrostet man, by the way, genauso für die ich gerade gefragt habe, wie das geht. Das haben bedeutet, wir so ein Video von gemacht. Ja, das meine ich ja. Und das bedeutet, wir haben quasi jetzt nicht die Möglichkeit, diese Sperre aufzuheben im Dashboard. Die können wir jetzt auch nicht aufheben, indem wir da einfach ein Kabel trennen. Die heben wir auf, indem wir da einfach ein anderes Dashboard ranknallen. Und die sind auch nicht so teuer. Deswegen werden wir die vermutlich bald mal bei uns in dem Shop anbieten, weil wenn sie nicht so teuer sind, kann man es ja machen. Und wir werden es testen. Wir werden es an allen möglichen Fahrzeugen testen, ob es funktioniert. Werden dann ein Video zu machen und dann könnt ihr euch das angucken. Das ist natürlich noch eine Möglichkeit. Kannst du mich einfach am Dashboard ganz easy umstellen, was du haben willst. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, Freunde. Wenn ihr diesen Wizard-Scooter habt und ihr habt beispielsweise und ihr habt zufällig dieses Display zu Hause. Das sieht genau so aus. Das ist jetzt von dem SoFlow, aber das sieht genauso aus, das ist dieses offene. Dann könnt ihr einfach hingehen, könnt das abstecken oben und das dran stecken und dann habt ihr die P-Funktion alle freigeschaltet. Hier. Das funktioniert. Das könnt ihr auch machen. Dann ist die Frage, machen wir das blaue Kabel wieder dran, es müsste wieder 20 fahren, dann tauschen wir das Dashboard und wenn wir dann über das Dashboard alleine die Scooter schneller machen können, das funktioniert. Dann sind wir Gucci. Ja, das funktioniert. Und das kommt bald. Wir wollten euch jetzt nur schon mal die Methode zeigen, die easy ist. Sollen wir noch einen Topspeed-Test machen? Machen wir. Wollt ihr einen Topspeed-Test haben, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir nur einen. Wie gesagt, nicht in dem Video, unsere Teststrecke, die ist, wie weit ist die von hier weg? 20 Kilometer? Ist bei mir ungefähr 10 Kilometer weg, von dir aus 15. Aber wir müssen mal so 25 Kilometer. Ja, ich glaube so 20. Egal, schmeißt mal ein Auto, fahren damit dahin, testen mal, wenn ihr wollt, schreibt in die Kommentare. Ansonsten abonnieren nicht vergessen für dieses hilfreiche Video. Ich hoffe, es war hilfreich. Passt auf, nicht auf Straße. Ne? Ist nicht legal. Stimmt, hätte ich fast vergessen. Damit dürft ihr selbstverständlich nicht mehr auf der Straße fahren. Wenn ihr das Kabel jetzt wieder dran macht, dürft ihr wieder auf der Straße fahren. Wenn ihr euch einen Magnetschalter dran baut, dürft ihr nicht auf der Straße fahren. Das heißt, der Scooter muss in einem Zustand sein, in dem ihr nicht mal easy einen Knopf drücken könnt und das Ding fährt wieder offen.
um damit ihr gerade auf der Straße zu fahren. Wenn ihr jetzt das Ding durchschneidet und ihr löst es wieder zusammen, dann dürft ihr damit fahren, aber sonst natürlich nicht. Was passiert, wenn das Kabel einfach abfällt? Das ist mir bei meinem Roller mal passiert. Ich denke mal, das war erfolgreich. Der Gerät geht nämlich jetzt gut nach vorne und ja, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.